Oh nein, das sind sogar Magier. Den mal unterbrechen, bevor er viel zu viel Damage macht. So. Heilung, gib ihm. Tötet ihn. Ja. Der Ring bringt Willenskraft. Willenskraft macht Mana, Mage. Oh, blocken. Also kriegst du den erstmal für die Willenskraft, dass dein Blocken höher geht. Dann kriegst du den anderen Ring noch. So. Und das ist eine Magierrobe. Rüstungswert, Aufmerksamkeit und kritische Chance. Das Ding bringt nur 34 Rüstung. Damit hast du eine bessere Rüstung auf jeden Fall. Wie auch immer der Gefängniswärter es hinkriegt. So, Eisenschlüssel ist benutzt. Den Raum lassen wir noch in Ruhe. Weil ich habe ja gesagt, wir gehen noch mal kurz zurück. Gucken uns hier um. Dann muss ich nur kurz zwei Felder mich drehen. Zwei Felder hier, dann bin ich schon draußen. Ja, ist halt die Frage. Das hier sieht schon aus, als ob es aufgehen würde. Aber wie? Die gute Frage. Ich sehe keinen Knopf hier an der Wand und auch keinen an der Wand. Und hier ist auch keine leere Nische, wo ich das Blatt reinlegen könnte. Hm? Die einzige andere Möglichkeit wäre hier drüben von der Seite. Aber auch hier sehe ich keinen Knopf. Es muss von da sein, weil sonst würde ich hier ein Feld sehen. Ja, hier sieht auch fast schon so aus, als ob es da aufgehen würde. Weil irgendwie die Felsen da drin verschwinden. Ich habe nur gerade keine Ahnung, wie es aufgeht. Ja, hier steht, leg mich in einen leeren Alkoven. Und das hier ist kein leerer Alkoven, oder? Nee. Gut, die Wand hier hat auch so eine Säule. Aber nee, das einzig Logische wäre, dass die Wand aufgeht. Hier sehe ich auch keinen Knopf. Hier auch nicht. Und hier auch nicht.
Was wir leider auch nicht haben, ist, anders als in Legend of Grimrock, eine Statistik, die uns anzeigt. Du bist ein leeres Gitter. Du zählst sicherlich nicht als leere Alkoven, oder? Au. Nö. Hier gibt's auch nichts. Und im Gegensatz zu Legend of Grimrock kann ich nicht einfach so die Umgebung angreifen und hoffen, dass was kaputt geht. Und was dahinter versteckt ist. Ne, hier muss ich gerade passen. Dann gehen wir jetzt mal auf die andere Seite. Ich habe so das Gefühl, das, was ich hier immer höre. Ah. Ey, ich sehe den Knopf. Ich kann ihn nur nicht anklicken. Das ist jetzt komisch. Hier ist nämlich ein Knopf. Also ihr werdet ihn vielleicht auch erkennen. Aber der Knopf ist nicht anklickbar. Aha. Das ist vielleicht ein Rückweg von Level 2 aus. Naja, gucken wir mal, wenn das soweit ist. Wir müssen eh jetzt erstmal nach Level 2 kommen und dort eine Karte finden, um uns überhaupt orientieren zu können. Ja, mich in einen leeren Alkoven legen, aber hier gibt es keine Zellen mit Alkoven. Und auch sonst sehe ich nichts in den Zellen, wo ich ran müsste, eigentlich. Gut. Ach, andere Richtung. Ne, auch hier sehe ich nirgendwo was drin versteckt. Hier sehe ich nur eine Streckbank. Wofür auch immer man eine Streckbank braucht. In einem Gefängnis. Das ist auch toll. Ich höre da noch Untote. Hier ist unser erster Boss jetzt. Bosse sind was Spezielles in dem Spiel. Das ist Horno da unten. Wie zur Hölle hat er seine Ausrüstung zurückbekommen? Keine Ahnung, gab es an der Zeit, einen Gefangenen zurückzuholen, tot oder lebendig? Warte mal, er ist ein großartiger Kämpfer. Du möchtest vielleicht ein paar Dinge wissen, um ihn zu schlagen. Klicke jetzt auf Überspringen, wenn du es selbst herausfinden willst. Du kannst das Gesprächslog später konsultieren. Ne, finden wir es heraus. Okay, hier sind die Tricks. Er wird betäubendes Licht benutzen, um uns für einige Sekunden zu betäuben, während er uns mit monumentaler Hieb angreift, einer tödlichen Attacke. Um einen vorzeitigen Tod zu vermeiden, muss einer von uns sein betäubendes Licht unterbrechen. Dann müssen wir uns wegbewegen, bevor er monumentaler Hieb ausführt, und alles sollte gut sein. Okay, verstanden. Lass uns loslegen. Also ja, das Einzige, was unterbrechen kann, ist unser Tritt.
Oh, da oben sind noch Jungs. Ja, die hole ich nachher. Okay, er benutzt Fetzen. Erst einmal. Ich muss immer darauf achten, was er hier oben gerade benutzt. Während ich meine eigenen Zauber immer wieder bereithalten sollte. Und wenn ich sehe, dass er betäubendes Licht benutzt, genau, muss ich zutreten und einen Schritt zurückgehen und wieder vorwärts. So, wieder Zauber erneuern. Das kann auch sehr mana-intensiv für unseren Heiler werden. Aber ja, da das der erste Boss ist, wird es echt einfach noch sein. Auch wenn wir auf einem etwas höheren Schwierigkeitsgrad spielen. So, er macht wieder betäubendes Licht. Das heißt, das unterbrechen wir und gehen einen Schritt zurück, um dem monumentalen Hieb auszuweichen. Ich weiß, das habe ich alles zu spät gesagt, aber jetzt ist es schon durch. So, du erneuerst dann gleich mal die Regeneration auf unseren Tank. Da oben ist noch alles gut. Betäubendes Licht. Monumentaler Hieb, okay. Und er hat einiges Zeugs auf den Boden fallen lassen. Hier ist ein Schlüssel. Es muss irgendwo eine Tür hier geben. Mhm. Ebenholzschlüssel. Ja, der öffnet die Tür da oben. Ich finde es lustig, dass bei einem Gefängnis solche Räumlichkeiten hat, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Was hat er da gedroppt? Ah, wieder ein Umhang. Ausdauer und Parieren. Du hast aber schon Stärke und Beweglichkeit. Dann tausch mal das mit dem hier und du kriegst den hier. So. Stärke erhöht übrigens auch unsere Traglast. Gut. Du steigerst jetzt mal. Erhöht Aufmerksamkeit um 2%. Das ist ein Passiv, was Attribute erhöht, was sehr gut ist. Erhöht den Heileffekt von Heilung und Neuwuchs um 3%. Ja, sie sind bereits jetzt gestiegen, wie man sehen kann. Vorher hat das nämlich nur 25 GP geheilt. Ich könnte es nochmal verstärken. Erhöht die Mana-Regeneration während des Kampfes. Aufmerksamkeit um 2%. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Aufmerksamkeit. Erhöht Zauberkraft, Mana und Expertise. Nee, dann lieber die Mana-Regeneration erstmal. Und dadurch kriege ich Lebensblüte. Heilt das Ziel um 25 GP. Wenn Lebensblüte endet, wird das Ziel sofort um 25 GP geheilt. Dieser Effekt ist bis zu dreimal auf dem gleichen Ziel stapelbar. Mhm. Wobei Lebensblüte recht teuer ist am Mana, aber dadurch, dass wir es stapeln können und es billiger ist als Heilung, sollten wir öfter das hier benutzen, statt die Heilung. Und die Heilung nur, wenn wir merken, dass wir ziemlich weit unten sind. Nebenbei, es gab hier irgendwo eine Aktivpause, oder? Nö. Schade. Egal. So, jetzt gehen wir, nachdem wir unseren ersten Boss-Gegner gekillt haben, nochmal hier herum und holen uns die Skelette, die da die Tür bewachen.
Hi. Und dann würde ich mal sagen, let's fetz, hä? Ja, fetzen ist ziemlich viel auf unseren Tank gerade gewirkt. Und ein Schwert. Hm. Das ist ein zweihändiges Schwert. Minus 2 Stärke, plus 2 Beweglichkeit. Macht aber mehr Schaden. Wir gucken mal. So, und jetzt sind wir hier oben in dem Raum. Wir können übrigens runterhüpfen. Jo. Alles cool und lustig. Wir können aber auch jetzt uns endlich auf den Weg in die nächste Ebene machen. Das Gefängnis ist nämlich lustigerweise ganz unten und wir wollen nach oben. Ah, das ist auch nicht schlecht. Hey, hier sieht man, wo wir diese Schlüssel eingesammelt haben. Hm? Juhu, sieht so aus, als ob wir es in den zweiten Level geschafft haben. Hätte nicht gedacht, dass wir es so weit schaffen. Hm, was ich meinte war, das war ein Klacks. Findest du es nicht seltsam, dass Horn es so weit geschafft und dabei alle Kreaturen am Leben gelassen hat? Und eigentlich sollten die anderen 14 Insassen auch bei ihm sein. Irgendwas stimmt hier nicht und wir müssen herausfinden, was unser Überleben könnte davon abhängen. Okay, haltet eure Augen offen, denn wir haben keine andere Wahl, als weiterzugehen. Hier haben wir jetzt wieder das Problem, wir haben keine Karte für diesen Level. Wir haben also keine Ahnung, wo was ist, außer wo Gegner direkt vor unserer Nase sind. Chaosbetrachter, die sind nicht gerade freundlich. Und sie sind übrigens jetzt Level 2. Alles auf dieser Ebene ist Level 2. Wie man sich denken kann. Hi, Jungs. Tut mir den Gefallen und sterbt einfach schnell. So, die zwei Heilungen über Zeit, die halten uns auf jeden Fall länger am Leben, als wenn wir ständig dazwischen heilen müssten. Eine Tür. Hm. Hinter der Tür sieht es auf jeden Fall interessant aus. Und hier wäre ein Weg weiter. Ja, da ich halt keinerlei Orientierung habe,